Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mount and Blade 2 Bannerlord. Kurze Sache vorab. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum wir wieder vor Diatma stehen. Wir haben ja beim letzten Mal eine Eroberung gemacht, da haben wir verloren auch am Ende beim Kampf gegen eine große Armee. Das Problem ist hier, nach dieser Schlacht stürzte ständig das Save Game ab. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es hat sich jetzt geklärt, damit wir weiterspielen können. Ansonsten muss ich eine komplett neue Kampagne starten. Weil das geht dann halt nicht mehr weiter. Das ist halt dumm. Also von daher, wir werden es austesten. Ich hoffe, es klappt. Und ja. Deswegen stehen wir wieder hier. Ich hätte gerne von dem anderen Punkt weitergespielt, weil da gab es so ein bisschen so eine Planänderung. Na gut, dann gucken wir mal. Sollte ich nochmal in der Schlacht gehen oder sollte ich mal meine Truppe? Weil wir hatten eigentlich eine richtig gute Schlacht, aber jetzt, wenn ich so überlege, nicht nur wegen den Armeen, die hier rumrennen, sondern weil ich ja plötzlich die Idee hatte, mehr so diese kleinen Armeen kaputt zu machen. Ich würde vielleicht gerade mal... Sibir ist wieder weg. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist ja alles vom Kaiserreich geklaut worden. Gegen die sind wir jetzt gerade nicht im Krieg. Wir haben hier unten mit dem Batanienkrieg. Ich würde sagen, wir lösen die Truppen hier mal auf. Das Bern Army. Lassen die mal rumrennen. Und ich habe ein bisschen... Das ist jetzt noch so eine zweite Sache. Oh, Ostikan gehört uns gar nicht. Stimmt, das ist auch weg. Ich würde nur die... Obala. Ich würde halt gerade nur gerne die wichtigen Orte mitnehmen. So. Die wir einnehmen sollten. Und die Krotea nehme ich jetzt erstmal auch raus. Also, ich habe noch eine Sache geguckt. Welche Einheiten jetzt im Moment die besten sind. Und, kann ich das hier sehen? Troops, hier. Also, wir sind so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Also, nehmen wir erstmal die Soldiers. Nehmen wir mal die Infanterie. Infanterie. Ich habe die Sturgier immer unterschätzt. Ich dachte immer so, oh krass, die braucht man nicht mehr. So, die Linebreaker, habe ich gelernt, sind richtig gut, wenn es um Angriff geht, beziehungsweise die Hero Linebreaker sogar, weil die nur eine Axt haben. Und mit der Axt hauen sie aber richtig fett drauf und sind eigentlich recht schnell und so. Also sind eine super gute Eingreiftruppe, wenn es darum geht, einfach mal so zu flankieren. Die Sturgeon Heavy Axemen, die sind grundsätzlich gut. Die haben eine gute Verteidigung, die haben gute Waffen, die haben auch Speere nochmal hinten drauf und so weiter. Also das ist eigentlich ganz sexy. Was ich zum Beispiel auch nicht, also wo wir immer richtig lagen, das war bei den Legionären. Das sind so mitunter einer der besten Einheiten. Haben auch hier, wobei, Moment, waren das die oder waren das die hier? Waren das die? Oh, jetzt bin ich überfragt. Weil ich habe, ich glaube, es waren die hier, oder? Ne, die haben eine Pila. Das müssten die gewesen sein dann. Also die, ich kann die leider nicht drehen, sonst würde ich euch das sagen. Also es gibt hier auch nochmal eine Truppe, die Speere hinten drauf hat, mit denen sie werfen. Das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz sexy. Wen ich mega unterschätzt habe, sind die Crossbows. Die sind auch gut, aber tatsächlich sind die besten, also einer der besten, zumindest rein statistisch gesehen, von den Werten jetzt, ja. Also nur von den Werten gesehen, sind natürlich die Asereibogenschützen gut und die Vlandia. Die, sind die denn, heißen die Sniper? Nee, die heißen hier anders. Warte mal. Hier, die Sharpshooter. Die sollen richtig gut sein. Das habe ich auch noch gelernt. Und grundsätzlich sollte man schauen, dass man eine gute, ja, ein gutes Team zusammenwürfelt. Zum Beispiel hier die vlandischen Pikeman halt. Die können Kavallerie gut stoppen, weil es gibt mittlerweile so eine Art Stellung, wo die halt ihr Speer nach vorne schmeißen, also halten und dann fliegen die Gegner drauf. Die sind tatsächlich gar nicht mal so gut, habe ich jetzt gelernt. Also ist immer Geschmackssache natürlich. Genau, und ansonsten wissen wir ja, kennen wir ja so diese, wo sind denn die Special Troops? Ist die hier überhaupt? Was ist denn? Conspiracy, okay. Nee, das sind die hier. Okay. Also das sind auch schon spezielle Truppen. Also natürlich die Batanian
heißen die denn noch mit den batanische Vierens, die sind natürlich noch richtig stark. Die sollte man natürlich gar nicht unterschätzen. Achso, ja, man müsste das vielleicht mal rausnehmen. Wir hätten jetzt nur Infanterie gesehen. Wo sind denn Vieren-Champions? Da. Also die natürlich, was Bogen angeht, was Schwert angeht, die sind richtig gut. Die haben 2 Stacks of Arrow, die können also richtig lange feuern. Bei den Aserei weiß ich es gerade gar nicht. Die haben auch 2 Stacks, Piercing Arrows. Richtig gut. Also da sollten wir auch nochmal gucken, dass wir uns da ein paar Leute holen. Und wo es auch eigentlich ganz gut war, waren bei den Velandiern die Vanguards. Die sollen angeblich ganz gut gewesen sein. Wusste ich gar nicht. Sollte man vielleicht auch mal wieder im Hinterkopf behalten. Also deswegen, ich werde so ein bisschen jetzt mischen, die Truppen. Und dann werden wir es hoffentlich gut hinbekommen mit unseren nächsten Schlachten. Was ich wollte ja eine relativ schnelle Eingreiftruppe erstmal haben. Und dann eben versuchen, ziemlich viele Truppen da auch niederzureißen vom Gegner. Und deswegen reise ich jetzt gerade erstmal Richtung Süden. Oder beziehungsweise in dem Fall ist es Osten. Hier, Infantryman. Genau, die Infantryman haben was. Also, wir können das ja hier sehen. Okay, die haben das nicht. Die anderen haben wir jetzt nicht. Wir entwickeln den mal weiter zum Mavelion. Oder Mavelion oder wie die auch immer heißen. Ich schieb den mal hoch. Die haben aber auch sowas gar nicht. It's me a Rätsel. Ja, wir haben hier schon ein paar Batania dabei. 4 Champions, 4 Heroes. Die werden natürlich nochmal richtig was rausholen. Peloton Guards, also die hier, die sind auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, haben die 2? Genau, die haben zum Beispiel nur 1 Stack Arrows. Also die sind sehr schnell ohne Arrows unterwegs. Da sollten wir halt auch drauf Acht geben, dass wir genügend Stacks bei den Leuten haben. Und das wären halt die Aserei am besten oder halt die 4 Champions mit 2 Stacks. Die haben auch schon 2 Stacks jeweils. Also vielleicht, dass wir bei den Batanian mal gucken. Wer würde sich denn anschließen? Ja, gerne. Nope. Danke. Und hier hätten wir halt Peloton Guard und so weiter. Genau, also wir müssen da ein bisschen mehr Acht geben. Oder ich muss mehr Acht geben und ihr müsst mitgucken. Und? Ist das Spiel abgestürzt? Yo, ihr seht also, das Spiel ist abgestürzt. Tut mir furchtbar leid. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja. It's ärgerlich. So, ich würde sagen, wir machen die eine Folge noch voll, damit ihr seht, dass hier nichts passiert. Dass ich hier nicht einfach nur keine Lust mehr habe, sondern dass das halt extrem ärgerlich ist. Aber so wie es nun mal manchmal ist, stürzt das Spiel einfach immer wieder mal ab. Und ja, also Temun soll das bekommen, ist alles gut. Ja, nämlich nicht so viele Leute hier. So, und dann marschen wir los. Wahrscheinlich irgendwelche Bugs mittlerweile drin. Man darf halt nicht vergessen, das Spiel ist. Also wir haben jetzt schon sehr lange dieses Spiel, also diesen Spielstand gespielt. Und es sind so viele Patches rausgekommen, die so viel beheben. Und ja, einfach, wir hatten auch Mods drin. Also die werde ich auch nicht mal aufspielen im Moment. Also ohne Mods spielen. Und es kann halt einfach sein, dass die Mods jetzt einfach sagen, Edge Badge oder also die ehemaligen Mods dann halt ziemlich viel kaputt gemacht haben oder auch hier irgendwas kaputt gegangen ist, einfach aufgrund der vielen Patches, wo dann einfach irgendwas nicht mehr kompatibel ist oder wie auch immer. Und ist ärgerlich, ich hätte gerne diese Kampagne einmal komplett durchgespielt und dann nochmal neu angefangen. Aber so wie es nun mal manchmal ist, nicht wahr? So wie es nun mal manchmal ist. Man steckt halt nicht drin. Wir gucken nochmal, ob es geht. Ich werde noch ein bisschen länger spielen und ja, wir werden es dann erfahren. Wir werden es dann erfahren. Ich habe schon mal eine Kampagne angefangen, um zu gucken, ob es vielleicht an mir liegt, ne? Tatsächlich ist es so, es liegt halt eben am Spielstand.
Also das andere Spiel konnte ich 6-7 Stunden gefühlt durchspielen. Nein, also es waren wahrscheinlich 3 Stunden. Und hier stürzt das immer so nach einer Viertelstunde ab. Also so ist das halt. Apropos, wo wir gerade dabei sind. Also ich würde jetzt mal gucken, dass wir die Gegner einfach mal richtig krass durchschwächen. So, Oxhall könnte ich mir auch noch gerne dazu. Resus, Diatma wird natürlich instant belagert. Müssen wir gar nicht drüber reden. Mysia, Umbrella, Ortum gehört noch. Unyura wird auch belagert. Also wir haben da eigentlich schon gar keine Chance mehr. Ohne unsere Verbündeten. Oh. Wollte jetzt gerade mal erobern. So, Recruit Troops. Hier unten hat kaum jemand Truppen genommen. Liegt das vielleicht daran, dass wir halt den Krieg da so weit weggetragen haben? Ist es besser im Kernland? Ich weiß es nicht. Oh, hier war jemand schon mal. Waren wahrscheinlich dann alles Gegner oder so. Ja genau, jetzt. Oh, guck mal hier an. Machen sie alle zu den Kollegen. Den hier, Kusai Trouble Warrior. Und wir wollten den Mavelion machen, genau. Und hier haben wir Leute, die wir mitnehmen können. Sehr schön. Oh Gott, ist alles durcheinander gewürfelt jetzt. Aber ist okay. Wir kriegen das hin. Hier sind zum Beispiel mal Looter, die wir mal angreifen können. Um ein bisschen stärker zu werden. Besser. Oh mein Gott, ich habe einen Frosch im Hals. So wie es immer ist. Irgendwas ist immer, Leute. Immer was ist immer. Immer, immer was ist immer. Irgendwas ist immer. Meine Güte, Alex, du soll mein Held. Alle sollen sie angreifen, passt schon. Wir hauen sie um. Sind ja nur Looter. Batz, erster Looter down. Alter, einmal quer über die Steppe gereist und jetzt fliehen sie schon alle. Ich meine, wir brauchen natürlich nicht alle tot, wir brauchen einfach nur die Erfahrungspunkte. So, mit so einer Reiterarmee in so einem Gebirge, also in so einer Steppe, ganz toll. Kann man richtig gute Kriege führen. Zack, 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 zack. Ein Torgut haben wir sogar bekommen, krass. So, weil das haben wir auch ein bisschen die ganze Zeit, ja, vernachlässigt, halt unsere Truppen aufbessern. We don't, oder? Wir könnten sie anstiften. Was könnten wir sie denn machen? Komm, wir tryen das. Wir tryen das einfach mal. Denn sind. Oh ja, die will ich haben. Wenn wir die kriegen, das wäre ja hier wie im 6 am Lotto. Dann könnten wir die ja schon mal schwächen hier. I shall hear you. Surrender or die. Fight. Okay. 65 Leute. Endlich mal ein bisschen Übermacht haben. Geht immer auf den Sack, bitte. Ich postiere sie gerade mal hier. Aber unsere Reiter werden wahrscheinlich hier schon alles erledigen mit denen. Hallo? Ihr rennt ja mitten rein. Hat jemand schon mal First Blood? Nein. Dann habe ich mein First Blood. Okay. Au, mein Pferd. Ah, habe ich nie erwischt. Egal. So, jetzt wird draufgehauen.
So, Spearman Infantry weg. Komm, holt sie euch. Wird ja langsam Zeit, dass wir sie alle kriegen. Holt sie euch. Alle. Okay, die ersten hauen schon wieder ab. Oh, habe ich nicht getroffen, krass. Hallo. Ei, nicht getroffen. So, Treffer. Guckt euch das mal an. Ja, also das ist ja schon sehr traurig. Misam ist verletzt. You're my prisoner now. Hello. Prisoners. Ziemlich viele sogar. Und ziemlich viele Level nach oben. Abfahrt. Und ziemlich viel Zeug wieder, was wir mitschleppen können. Ah, da sind wir. Okay, also jetzt im Moment scheint alles ganz gut zu gehen. Also ich bin doch sehr begeistert davon. Dass es jetzt nicht so viele Probleme gibt. Oh! Ey, Kollege. Du haust mir nicht ab. So wollte ich eigentlich gegen die anderen kämpfen. Hinterherrennen, draufhauen, hinterherrennen, draufhauen. Okay. Tag. Das werden wir dann auch gegen dieses südliche Kaiserreich versuchen zu machen, dass wir die kleinen Truppen immer wieder aufsprengen, indem wir die einfach mal richtig verkloppen. So. Kommt zu mir. Alter, da fliegt ja alles entgegen, was geht. So, einmal drauf gehauen, einmal weggeballert, alles gut. Jo, und da kommen die Truppen. Kommt, macht einen Schildwall. Und greift an als Schildwall. Na gut. Zack, alle weg. Oh, ein Nomade ist weg. Die greifen als Schildwall an. Wir haben gar keine Chance. Wir werden von unseren... Ah, das ist ein Footman mal tot und so. Aber das ist ja normal. Ja, das ist gone. Ist alles andere als diese ganzen Armeeschlachten gegen die anderen da. Ja, das haben wir gewonnen. Sehr schön. Nächste Schlacht gewonnen. Und natürlich nehmen wir die Prisoner mit. Wir gehen hier rüber. So. Die hier. Okay, da fehlen uns jetzt gerade noch Pferde. Die werden wir uns aber auch noch holen. Alter, wie viel wir jetzt mitgenommen haben. Jetzt können wir bei Amprela zurück, ne? Lädst du? Ja. Ja, sehr schön. Dann würde ich eigentlich sagen, wir machen einfach jetzt die Kampagne erstmal weiter. Es scheint ja alles zu funktionieren. Mich freut das auch. Und, ich meine, gut, wir haben jetzt Unyura auch wieder verloren und so, aber das ist jetzt halt so. Ja, dann muss ich die bittere Pille auch mal schlucken jetzt. Ich habe hier genug Armeen, die da helfen können. Ja, nochmal 18 Leute und dann verkaufen wir hier ordentlich nochmal. Meine Güte. Haben wir richtig Beute gemacht. Aber, was ich halt gar nicht habe, sind Pferde. Ja gut, Sumter Horse brauche ich jetzt nicht so dringend. So.
dann reiten wir nochmal. Ach, nach Odok. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt eigentlich alles belagern kann. Nein. Oh, hier haben wir Kusaid Footman. Die machen wir mal zu Spearman. Das sind jetzt nicht die stärksten Einheiten, aber die sind dann halt mal da. Schauen, ob ich sowas wie Ortungard und so weiter aus... ballovern kann. Oh krass, die haben viel zu viele Leute. Mittlerweile. Also die würden auch versuchen, wahrscheinlich auszubrechen. Was ist das denn jetzt schon wieder? The cost of revoking a fief from a clan is doubled. Clans gain for each fief they own. Ja gut, das hilft denen ja. Und ich revoke eh nie was. Also wenn die... Wenn die so wollen, dann bekommen sie auch ein bisschen mehr Influence. Und das, dann halte ich die mehr bei uns. Veterans Respect. Also die kann ich dann nicht hochleveln dann. Na gut, dann werden wir die verscherbeln, so ist das halt. So, ich das Level. Hör mal. Oh, krass. Das wird jetzt eine krasse... Ich überlege, ob ich überhaupt hier oben die Sachen erobern will. Ja, vielleicht nehmen wir mal die Footman hier nicht mit. Haben wir hier so eine kleine Looter-Truppe. Also Karawanen überfallen, das ist immer genial. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Highkant und gehen jetzt langsam mal wirklich da runter, ne? Also die Leute holen sich jetzt hier Truppen ohne Ende, was ich sehr gut finde. Und wir gucken mal, dass wir hier erstmal noch ein paar Pferde bekommen. Also Rhyhorse, Midlands Wifrey. Ist gut. Crew Troops. Bis auf die Footman, die kann ich ja mal rausziehen. Bin ich doof? Da. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Footman mitgenommen, aber hey. Oh, wir können in Markep unsere Leute ja platzieren. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Der hat, glaube ich, alles aufgekauft. Nö, nicht alles. Die besten Einheiten hat er da gelassen. So wie hier. Gut. Ich brauche ja schon fast gar nicht mehr aufbessern mit so einer Truppe. Ein Footman, wenn ich mal einen Footman sehe, nehme ich den mal da raus. Ist ja voll in Ordnung. Ja, endlich mal eine Truppe von 300 Leuten. Meine Güte. Nicht Managed Town. Asi ist hier. Ja. Wool Wavery. Okay. Ich gebe dir mal hier ein bisschen Geld, falls sie es brauchen. Wir rekrutieren mal. Und jetzt gehen wir mal zum Manage Garrison. Ach du Scheiße. Das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Okay. Und jetzt können wir hier mal ein paar Leute rüberschieben. Also Kusaid Hunter, Spearman, die hier brauchen wir nicht. Looter brauchen wir nicht. Footman nicht, die hier nicht. Irgendwas, was wir noch rüberschmeißen können an schwachen Truppen? Nee, ne? Dann ist das schon mal ein Deal. Oh, was ich vergessen habe? Zack, da haben wir noch zwei Leute mit dabei. Wollen wir... Ich meine, die erobern jetzt eh gefühlt alles weg, weil unsere Truppen dann... Oh, Moment. In Markep noch die Pferde holen. In Markep noch die Pferde holen. Jo, das ist gut. Wir brauchen die dringend. Was für eine Geschwindigkeit haben wir jetzt? 4,8. Das ist doch schon mal nice. Wir haben ein paar Prisoners, wir haben High Morale, wir haben Cargo Within Capacity. Gut, das ist ja okay. Ich würde sagen... Wir verkaufen die. 9000. Das ist doch okay. Dann sind wir noch schneller. Und wir haben viel Cargo dabei. Was haben wir denn zu viel?
Wisst ihr was? Tut mir leid, aber... Die Heiz verkaufe ich. Und dann haben wir genug Essen da. Da kann ich ein bisschen weniger machen. Weil uns reicht das Essen ja. Für 96 Tage. Wir sind zwar jetzt nicht viel schneller, aber wir haben schon mal etwas zusammen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Es scheint ja jetzt wieder doch zu funktionieren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.